Hallo, es kommt zu einem Live-Turnier, dem Genesis-Turnier. Ich habe jetzt erstmal hier den Stardock gegen den Poey. Das liegt einfach daran, dass die Spiele laufen live. Sie haben irgendwie bei mir 20 Minuten früher angefangen, als vorgesehen war. Und ich habe noch nicht alle erwischen können. Und ich weiß auch nicht, ob ich alle Replays sehe, weil manche die halt geheim machen und ja nicht live erwischt, dann kann man sie gar nicht ansehen. Und von daher springe ich jetzt einfach mal hier rein, werde aber versuchen, natürlich in späteren Brackets die anderen auch zu casten. Finale, Halbfinale, so versuche ich auf jeden Fall hinzukommen. Schauen wir uns das mal an. Ja, wie gesagt, das Spiel ist live, läuft jetzt gerade. Ich weiß nicht, wie lange es gehen wird. Bin schon gespannt. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die Spieler sind. Ich habe jetzt einfach mal, es gibt jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Genesis heißen die in der Liste. Habe jetzt einfach mal eins angepickt und wir kommen einfach mal rein, was die Jungs hier anstellen. So, also hier oben haben wir den Franzosen. Und auf der anderen Seite, da unten, war Russ, glaube ich, ne? Genau. So, ja. So, mal gucken, was die anstellen. Moment sieht so aus, ob sie ganz normalen Start machen. Kann man nicht viel drüber sagen. Ich habe was mit den Epic Pen übrigens hinbekommen. Ich kann jetzt malen. Also malen konnte ich zwar noch nie, aber ich kann zumindest Striche auf dem Bildschirm machen. Mal gucken, ob das irgendwie hilft bei manchen, wenn man Erklärung machen möchte. Ganz ruhig noch am Anfang. Ich persönlich würde immer mit dem Speer, wenn ich gegen den Rushspieler spiele, alle Tiere töten. Ne? Einfach mit Shift-Maus klicken, dann kann man ja weiterreiten. Das ist ja alles kein Drama. Damit er kein Gold bekommt oder weniger Gold bekommt. Weil, also es ist halt nicht wichtig, ob er 10 Sekunden später oder früher da hinten ankommt. Und von daher könnt ihr einfach euch die Zeit nehmen und einfach Sachen massakrieren. Ja? Also unabhängig davon, ob es eben den Tod verdient hat oder nicht. Ja, solche Herden zum Beispiel, ne? Würde ich einfach abschlafen, Schlaf mitnehmen und das jetzt, ne? Shift halten, Rechtsklick, 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 Rechtsklick und dann einfach weiter reiten. Das macht ja meist Sinn. Wir sehen da unten den Marktplatz, weil ne? Der Franzose ist. Die decken den auf. Das ist jetzt nicht so geil, der da unten. Der da unten, der oben ist auch nicht so geil. Aber er weiß zumindest, wo die beiden Marktplätze sind und kann den Handel, zumindest den langen Handel, unterbinden. Könnte sein, zumindest am oben Bildschirmrand hinstellen, damit er hier hinfährt. Also er muss ja wissen, dass da die Rustbasis ist. So, der tut sehr defensiv das machen mit den Pferdchen, aber er will die Schafe bringen. Und er macht das jetzt auch mit Querreiten. Nee, macht er nicht. Okay. Also er hat ja genug Zeit, das ist ein Riesendrama, aber die stehen jetzt trotzdem falsch. Ne? Er hätte sie halt die Tür stellen können mit dem Trick, den ich letztens erklärt habe. Also Trick ist zu viel gesagt. Ne? Dahin reiten, Shift gedrückt halten, rechter Mausklick auf die andere Seite, rechter Mausklick hier vorne hin, also immer mit Shift gedrückt halten und dann sind die in der Tür, stehen die danach. Er sammelt fleißig weiter ein. Das Ding ist halt, der Zeit, wo er einsammelt, wird der Russspieler wahrscheinlich Gold sammeln. Ne? So, genau. Da ist der Russkamerad, oder? Der tötet jetzt die Tierchen. Er hat jetzt schon. Wird mir nicht angezeigt. Nicht sicher, warum es mir nicht angezeigt wird. Naja, vielleicht. Achso, auf die andere Seite gehen. So, 180 Gold hat er schon gesammelt. Und ne, gibt da keinen Grund, dass man die Boni und das Gold einfach zu schnell übergibt. Ne? Einfach töten die Tierchen. Ist wirklich nur ein paar Mausklicks mehr. Hier auch, die Tiere stehen ein bisschen weit weg vom Lager. Diese Laufwege muss man nicht haben. Gibt eine Menge Holz. Ja, hier wird das Gleiche gelten. Also wer nicht auf Gold am Anfang geht, geht normalerweise auf Rush. Ne? Das ist so ein bisschen die Logik. Der geht auf Gold, das heißt, er geht dann wirklich, ne? Also bei Franzosen vielleicht noch was anderes. Der kann noch nicht so viel oder will nicht so viel anders spielen in aller Regel. Ne? Jetzt geht es hier hoch, Kavallerieschule. Aber der Gold ist Aufstieg normalerweise. Wobei beim Russ muss man nochmal sagen, der sammelt das Gold natürlich durch die Tierjagden, war anscheinend sehr erfolgreich. Weswegen er tatsächlich das auch ohne Goldmine geschafft hat. Goldene Zeit geht also auch auf ein bisschen auf Wirtschaft. Hätte ja auch das Kreml-Ding bauen können, obwohl es auch nur defensiver Natur ist. Ja, soweit nichts Neues. Also beides solide, ne? Aufbau, schön entspannt. Die Karte wieder zumachen. Ich würde spätestens jetzt aber, weil er hat ja auch sein zweites Zeitalter, macht er gerade. Würde ich halt jetzt in die Rustbasis gehen, um mal zu gucken, was da los ist. Ne? Einfach um zu sehen, macht er jetzt Reiter, macht er Fußvolk, was macht er denn überhaupt? Ja? Ich würde mir auf jeden Fall anschnuppern, was er da anstellt. Und er reitet jetzt auch in die Richtung. Also vom Timing könnte es tatsächlich gut hinkommen. Und dann würde ich mich aber jetzt die nächste Zeit auch da aufhalten mit dem Reiter. Ne? Er hat ja hier gut gescoutet. Er hat eigentlich sehr viele Schafe eben schon nach oben gebracht. Ich würde da jetzt auf jeden Fall ein bisschen mich einnisten in der Basis, mir einfach alles anschauen. Nicht so nah ans Dorfzentrum, ne? Sonst tut es weh. Wie sieht er halt das Gebäude da oben? Genau, es weicht ja auch direkt aus. Also scheint ein ganz guter Spieler zu sein. Und reitet jetzt hier wahrscheinlich einen Bogen nochmal rum, nimmt noch ein paar Schafe mit. Ist ja krass, dass da noch ein Schaf war da unten. Und ja, wie gesagt, das erste Gebäude will er halt sehen, ne? Kaserne, Stall, wie auch immer. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Hat es hier oben nicht besonders eilig mit dem Bau. Ist, glaube ich, auch nichts Schlimmes. Obwohl tatsächlich beim Franzosen kriegt man ja schnellere Baugeschwindigkeit für die Arbeiter, wenn er schneller fertig baut.
Und da wäre es vielleicht okay gewesen, das ein bisschen schneller fertig zu setzen, das Gebäude, ne? Damit einfach die Arbeiter schneller pumpt. Ich glaube 10% pro Stufe oder was ist das da? Steht, glaube ich, hier nirgendwo dran. Es steht außerhalb des Spiels irgendwo. Und da wäre es vielleicht ein bisschen schneller besser gewesen, dann die roten Tiere. Ich würde jetzt keinen Kreis hier reiten. Ich würde tatsächlich, das ist jetzt dieser kritische Moment, wo man sieht, was für eine Strategie der fährt. Ne? Wie viele Arbeiter sind auf Holz, wie viele sind auf Gold, wie viel Nahrung macht er, welches Gebäude baut er. Das ist der kritische Moment. Von beiden Seiten müssten jetzt eigentlich beide Spieler, müssten jetzt in den Basis reinreiten und nicht einfach von den Basen wegreiten, wie sie es machen. Das ist der kritische Moment, der bestimmt, welcher Rush kommt, ob ein Rush kommt, wie der Rush kommt. Ich weiß nicht, warum die das beide ignorieren. Das ist kein gutes Indiz, ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich, das ist nicht gut. Ne? Also das könnt ihr mal gucken. Ja, hier Kavallerie, baut ihr vielleicht noch ein anderes Gebäude dazu? Welche Kavallerie, ja? Wo reiten die zuerst hin, die Leute, wenn der Wappen das erste rauskommt? Ne? Wenn er jetzt hier das ganze Gold zum Beispiel macht, dann werden es wahrscheinlich Ritter werden. Also da gibt es doch eine Menge Fragen, die beantwortet werden können. Und beim Roten halt hier unten, ne, genau so. Ja, Ritter in Mitte. Dann könnt ihr einfach mal gucken, was der macht, der Stardock. Ne? Hier hat man jetzt den Stall zum Beispiel gesehen. Und hätte es gesehen, dass hier vorne Reiter raus, auch frühe Ritter rauskommen. Ich finde, das sind wichtige Informationen. Ich weiß nicht, warum ich ohne Info spielen wollte. Das wäre ein Rätsel, die Leute. Ein Rätsel. Zumal der sowieso mehrere Späher hat. Finde ich so, dass die super busy gewesen wären. So, es geht ein paar Arbeiter hier verscheuchen. Der Wald war aufgeworden. Das ist natürlich ärgerlich, dass er so dünn war, der Wald. Das geht aber wegreiten. Ein paar Schäden kann er einstecken, das ist nicht so schlimm. Kann er gleich auch so einen Heal freischalten. Also der Reiter sollte das ohne Problem überleben, selbst wenn die Scouts von der anderen Seite kommen. Ich glaube nicht, dass sie eine Zange gegen ihn schaffen. Das Hinterherreiten bringt da nicht ganz so viel episch. Ja, ansonsten ist alles noch sehr entspannt. Hier muss ich jetzt gleich mit der Nahrung das überlegen. Ich sehe jetzt da nicht mehr viele, macht er jetzt auch schon, genau. Ne, ist Holz, Gold. Gut, ich bin ja auch geldgierig, aber das mit der Nahrung würde ich mir jetzt trotzdem in letzter Zeit überlegen. Ich vermute, er will auf die Bärchen da nachher gehen. Aber das ist natürlich relativ schwer zu verteidigen da oben, ne? Zumal er hier vorne ja auch schon auf ist und die Ritter schon wieder. Genau. Ja, was mich überrascht ist, dass der nicht dieses komische große Holzhaus gebaut hat. Hier dieses, wie heißt denn das da? Hier, die hölzerne Festung, ne? Dass er das nicht gebaut hat, das überrascht mich ein bisschen. Da ist die Lanze gebrochen. Ne? Also, die kommen jetzt wahrscheinlich immer wieder. Die sind ja eben nicht durchgekommen, das sah nur so aus, oder? Da kann man nicht durchreiten. Das sah eben nur so komisch aus. Ja, er kann auch eine Palisade drum bauen. Oder halt mehr Ritter bauen, das zu kontern. Ja, aber hier oben wird es langfristig seine Nahrung geben. What the? Was machst du da gerade? Ach, Jagdhütte, genau. Okay, der würde hier vorne leeren. Das geht natürlich auch. Er ist natürlich noch weiter weg von der Basis und damit noch gefährlicher. Also der muss, wenn er das hier machen will, meiner Meinung nach, gegen die Ritter, muss er hier von der hölzerne Festung dazu bauen. Als andere halte ich für Suicide da oben. Wenn jetzt die Ritter kommen, die können nirgendwo hin entkommen, dann ist die ganze Economy weg, dann ist das Spiel vorbei. Also wenn der Franzose jetzt anfangen würde zu scouten, und ich muss auch nochmal betonen, ich finde das eine ganz wichtige Sache in dem Spiel, dann ist das Spiel an der Stelle GG. Also das war der GG-Move, wenn der Franzose scoutet, was er machen sollte, und er keine Festung baut, was er machen sollte. Das sind keine großen Wands, das sind zwei selbstverständliche Faktoren aus meiner Sicht, ehrlich gesagt. Da kommt jetzt auch die Festung, also er hat es dann doch gemacht. Nicht sicher, warum die so weit da oben stehen musste, aber er hat es gemacht. Dann unten wäre sicherer gewesen, es gibt ja Laufwege gleich. Aber ja, das ist richtig, und jetzt muss der Franzose noch scouten, um zu sehen, dass er nicht raiden kann. Aber trotzdem, ja, das war richtig, richtig, richtig war das. Da sind wir zufrieden. So. Sonst noch sehr still. Ah, da kommen die Ritter, genau. Und jetzt wäre es halt GG gewesen ohne die Festung. Zwei ist ein bisschen wenig vielleicht, aber es wäre auf jeden Fall Aua gewesen. Ne, reinreiten, mit deren Ritter macht man da ein, zwei Kills und dann muss man halt weg, bevor die Jungs kommen. Genau, jetzt abhauen. Hast aber keinen erwischt, ne, bei dem Ritt. Ist nur hier angeschlagen. Hit and run. Warum hast du denn so wenig Ritter? Was ist denn aus dem Rest geworden? Da oben sind noch zwei. Speere hat er jetzt nachgebaut, okay. Schießstand, das ist in jedem Gebäude eins. Kann man nie genug haben, sage ich ja immer. Ist ja noch nicht ganz sicher, wohin will der Franzose. Flexibel bleiben, hat den Heal freigeschaltet für Hit and Run auf jeden Fall. Ja. Holz. Gold. Also diese Holzausbeute hier, die scheint mir sehr gewaltig zu sein, ne? Der hat ja hier 15, 16 Arbeiter auf Holz. Ein Indiz dafür, dass er die beiden Gebäude jetzt wirklich sehr hart nutzen will und von den Rittern abkommen möchte oder auf Reiter umschaltet. Sonst braucht er ja nicht so viel Holz.
Economy-mäßig 36 gegen 32. Das ist aber dieser 10%, glaube ich, vom Franzosen geschuldet. Also 10% schneller die Arbeiter ab in jeder Ära baut. Ich glaube, die erste sind 10 und danach immer 5%. Ich muss nochmal nachgucken. Man kann es, glaube ich, gar nicht einsehen hier irgendwo. Man kann es aber an den Zahlen sehen. Der 17 Sekunden und der drüben ist wahrscheinlich 20 Sekunden. Ne? Ja. Also da das ist dann der Bonus. Und das macht sie dann schon mit der Überzeit natürlich bemerkbar. So, weiter geht's die Geschichte. Eine Schmiede. Also keine Expansion. Ne? Man könnte ja jetzt schon an dem Stein arbeiten. Schon lange daran gearbeitet haben, dass man eben die Expansion baut. Da scheint aber, ich mache einfach mal beide auf. Da scheint aber kein Projekt zu sein, was die beiden machen wollen. Wir sehen in den aktuellen Rohstoffen, Boy Stardock hat genau 300, also der geht mit 300 wahrscheinlich jetzt auf die Expansion. Hat sich hier den Zaun gezogen, weil die Schnauze voll von den Raids. Genau, und das ist die Expansion. Und damit würde der Franzosen natürlich wirtschaftlich jetzt abhängen. Oh, die Goldmine, ja, das war halt so ein Ding, ne? Das kann man halt nur schwer verteidigen. Hast du nur zwei Ritter? Nee, das war eine ganze Horde. Was hat er denn da draußen gemacht? Nicht sicher, was er da draußen gesucht hat mit dem. Weil wenn er nur auf Wirtschaft geht und auch so ein Igel-Ding hier unten macht, ne, zubauen, na, dann möchte man die natürlich auch deffen und dann nimmt man alle Reiter zusammen, hätte ich gedacht. Ich weiß nicht, was er da drüben gesucht hat. So spannend war das dann nicht. Auch hier, die Leute machen immer alle Einheiten zusammen. Aber den Speer würde ich unabhängig von den Rittern steuern, damit der Speer halt Sachen aufdeckt. Also ich würde ihn wahrscheinlich hier mit V, kann man die hinstellen, dass sie nicht wegbewegen, dass sie einfach mit V da drin stehen und dann sind die meist wirklich unsichtbar. Und dann am besten mit V bei der gegnerischen Basis, man sieht, wenn die frisch rauskommen oder so, ne? Also da würde ich ein bisschen mehr scouten. Ja, aber im Moment sieht das gut aus für den Stardock. Einfach, ne? Weil es gibt halt keinen, der einen erfolgreichen Rush derzeit durchholt, die sieht auch keinen kommen absehbarer Zeit. Und die Expansion bringt ihm dann wirklich ein besseres Late Game. Also der Franzose muss sich da was einfallen lassen. Macht ein bisschen Druck. Trotz Expansion kann er Druck machen, das ist richtig nice. Aber die Speere sind natürlich auch eine gute Counter von Franzosen. Armbrüste bräuchte er eigentlich. Ja, gepanzert da unten die Freunde, ne? Naja, gegen die Speere so ein bisschen, da muss man aufpassen. Okay, was machst du da? Also wäre schon mal der Zeit, wahrscheinlich auch mal eine Kaserne zu bauen oder Bogen, Schießstand, genau. So, die Expansion ist da, wird aber nicht eingesetzt. Wahrscheinlich ein Mikroproblem. Was immer ganz gut ist, ist, wenn man jetzt das anklickt, dann mit Shift das anklickt, dann kann man die hier unten, kann man die adden, so in der Gruppe, und dann kann man die mal hier Control 3 oder so. Und dann muss man nur Q drücken ein paar Mal, spammt man das durch, oder mit Shift Q, damit man einen Fünferpack macht, dann werden die gleichmäßig über beide Gebäude verteilt. So lässt sich das einfacher Mikro in die Geschichte. Weil er stellt da unten 0 her, dann stellt er oben 0 her und er hat die Nahrung. Von daher dachte ich, wäre das erwähnenswert. Da kommt die französische Armee. Ist alles drin. Ist dann besonders einfach zu steuern. Jetzt bauen sie ihre Rammböcke. Also der Franzose hat auf seine Expansion verzichtet und möchte jetzt Druck machen dafür. Und das ist auf jeden Fall auch die richtige Idee, würde ich mal sagen. So, 6:0 steht es derzeit für die Franzosen. Das muss aber nicht viel bedeuten. Naja, der braucht halt jetzt auch ein paar Bogenschützen. Ja, wenn die jetzt beschäftigt sind, reitet er den Ritterkampf machen und dann direkt wieder raus. Nicht sicher, ob das jetzt wirklich hart gelohnt hat, zumal die französischen Reiter sich auch gleich wieder heilen, wenn er nicht. Ja, da kommen jetzt gleich drei Rammböcke. Oh, Backe. Er braucht halt Infanteristen, die Rammböcke abfackeln können. Wenn er das mit den Bauern machen möchte, dann wird das sehr, sehr teuer. Also die Bogenschützen sind nicht so geil dafür und ja, mit den Bauern möchte man es eigentlich auch nicht machen. Also im Grunde genommen bräuchte er halt jetzt auch normale Infanteristen. Und ich sehe halt keine Kaserne. Er hat jetzt hier seinen zweiten Stall gebaut eben. Ja, ihm fehlt halt einfach die Infanterie, ne? Also die normalen Leute mit dem Speer oder dem Schwert, solche Zeugs. Kinder, das macht keine halbe Sache, der Franzose. Der baut erstmal 20 Rammböcke. Ich würde das gar nicht so lange hinauszögern. Ich hätte schon mit den ersten 3-4 angefangen, weil der kann ja nicht viel dagegen machen. Ich weiß nicht, ob man wirklich in der Sicht des Gegners die Rammböcke machen muss, damit er Zeit auf eine Reaktion hat. Also bei 3 hätte er schon angreifen können, bei 4 auf jeden Fall. Aber ob man jetzt einen 7. braucht, bevor man sich bewegt, weiß ich nicht. Ja, da gibt mir jetzt Zeit, hier einen Turm zu bauen, obwohl der nicht hilft gegen den Rammbock. Das ist jetzt nicht so sinnvoll. Er muss jetzt mit den Dorfbewohnern tatsächlich die abfackeln. Also er muss die Dorfbewohner jetzt hier hinbringen, Kante, und dann irgendwie da beschützen. Ja? Und dann fackeln die einen am anderen ab. Schießt er mit den Bögen da drauf, die sind Bögen und die fast immun. Also er hat nur Dorfbewohner, die eine Fackel haben. Ohne Dorfbewohner wird das nichts, mein Freund. Na gut. Die große Feldschlacht. Ich würde wahrscheinlich ein, zwei Ritter benutzen, um wieder hinten niederzureiten. Vor allem würde ich von den Speeren immer ein bisschen Distanz machen. Ja, also der Franzose, der räumt da jetzt einfach auf.
Das war jetzt auch ein bisschen mit Ansage, muss man sagen. Ich denke, dass das Spiel damit auch beendet sein wird. Frankreich hat das dann gewonnen durch. Also ich weiß nicht, ob ich das Rush nennen möchte. Ja? Der hat ja genau gezeigt, was er gemacht hat. Hat dann sogar in Sichtweite alles in Ruhe aufgebaut. Also Rush wäre wahrscheinlich übertriebenes Wort dafür. Aber hey, er hat sich auf jeden Fall durchgestampft und der Franzose, also der Pouilly, hat damit gewonnen. Vom Gameplay her, Niveau würde ich sagen, könnte ich mir schon vorstellen, dass er ein Stück weiterkommt. Aber da sind tatsächlich ein paar Top-Spieler bei. Ich glaube, da wird der Franzose leider nicht mehr fertig werden. Das war alles ein bisschen noch zu zaghaft. Aber es ist auf jeden Fall einer der Spieler, der wahrscheinlich ins Mittelfeld kommen wird. Also ein paar Brackets wird er sicher schaffen. Das war ein solides Spiel insgesamt. Also ich rede so, ob es zu Ende wäre, aber ich glaube, da erinnern sich auch nichts mehr. Ne? Er scheint hier auch bei 17 aufzuhören. Ja, der ist ja jetzt da durch. Ich kann das ein bisschen schneller machen, muss das nicht zu stark hinauszögern. Ja, und dann gucke ich mal, ob ich einen der Top-Spiele erwischen kann. Wie gesagt, die ersten Spiele sind halt auch nicht selten so, dass dass einer von den Top-10-Spielern gegen einen von den Top-1000 spielt. Ich hätte da mal so zwei, drei Paarungen angeguckt. Und da sind wahrscheinlich die nächsten Spiele erst interessant, ne? Und da warte ich vielleicht, also die mache ich auch nicht jedes.